Herzlich willkommen heute Abend hier zur Sonderveranstaltung Jakob empfiehlt Neuerscheinungen zum Thema Frauen und Literatur. Wir befinden uns hier im K-Gebäude der Stadtbibliothek Nürnberg. Ich grüße Sie hier vor Ort und ich grüße natürlich alle vor den Bildschirmen ganz, ganz herzlich. Was sind die Themenwelten? Das sind wechselnde so Pop-up-Ausstellungen, würde ich es mal bezeichnen, so 3 bis 4 Mal im Jahr in der Stadtbibliothek Nürnberg hier vor Ort. Und wir beschäftigen uns immer mit Themen, die gerade so ein bisschen brennen, die so heiß sind, wo man so überlegt, was ist denn gerade spannend für die Leute. Und Literatur und gerade die weibliche Literatur ist etwas, das 2021 so richtig hochgeploppt ist durch verschiedene Hashtag-Kampagnen und aber auch Bücher, die das Thema aufgegriffen haben. Und wir versuchen hier zu zeigen, was gibt es eigentlich an Texten, die bisher unterrepräsentiert worden sind, weil sie einfach erstens nicht gedruckt wurden, zweitens in der Schule nie gelesen wurden oder auf der Lektüreliste einfach nicht vorkommen. Also das muss man sich ja auch mal überlegen, was man so in der Schule alles gelesen hat. Wer hat unter Pseudonym geschrieben zum Beispiel, um überhaupt verlegt zu werden? Warum gibt es so wenige Frauen, die Literaturnobelpreise bekommen haben in der Vergangenheit. Und das Thema ist so 2021 hochgeploppt. Und was wir versuchen und heute auch mit der Veranstaltung versuchen wollen, ist nicht, Ihnen die Bücher von Männern auszureden. Nein, die sind toll. Aber vielleicht mal sozusagen ein bisschen so den Kopf aufzumachen und zu gucken, was gibt es an neuen, tollen Büchern, die man empfehlen kann, die man lesen sollte, die einfach spannend sind. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich schon mal für die Kooperation mit der Buchhandlung Jakob. Begrüße euch ganz herzlich hier bei uns in der Stadtbibliothek. Lisa Neher, Lilly Ludwig, herzlich willkommen. Und ich sehe schon, ihr habt ganz tolle Bücher mitgebracht und ich freue mich jetzt sehr auf die Vorstellung. Herzlich willkommen. Danke, Kathleen. Dankeschön. Ja, auch herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir den ganzen Tag und auch privat und deswegen haben wir uns sehr auf diesen Abend gefreut, vor allem natürlich, weil es um weibliche Autorinnen geht. Und Frau Röber hat es gerade schon angesprochen, wenn wir uns den Kanon in Schulen anschauen, wenn wir uns aber auch den Kanon in literaturwissenschaftlichen Studium anschauen, dann ist der vollgepackt mit männlichen Autoren, männlichen weißen Autoren. Und gerade wenn man Germanistik oder neue deutsche Literatur studiert, dann ist das, wie der Name schon sagt, deutsche Literatur. Und viel Internationalität, viel Diversität findet da nicht statt. So ging es auch mir, als ich nach meinem Literaturwissenschaftsstudium in die Buchhandlung kam und mir dachte, naja, ich habe das ja studiert, so, ich kenne mich da jetzt aus, und dann aber einen ganz großen Schreck bekommen habe, als die Realität auf mich niederbrach und ich gemerkt habe, das, was da liegt an Gegenwartsliteratur, das kenne ich alles gar nicht. Und außerdem ist mein Horizont, den ich vom Studium hatte, so klein. Und deswegen habe ich mir danach vorgenommen, ich lese jetzt erstmal keine weißen deutschen Männer mehr. Und das ist jetzt 4 Jahre her und bis auf ein paar Ausnahmen habe ich mich dran gehalten. Und deswegen wird meine Auswahl heute auch international sein und wir werden uns da ganz schön ergänzen, weil wir ganz vielfältige Titel mitgebracht haben, die vielleicht irgendwann mal in einem Kanon landen werden. Das wäre schön. Ja, und wenn sich Lilly Ludwig heute mehr auf die englischsprachigen oder anderssprachigen Titel konzentriert, habe ich ganz viel interdisziplinäre Literatur mitgebracht, würde ich sagen, die aber größtenteils deutschsprachig ist. Also da haben wir eben Verzweigungen ins Theater oder Verzweigungen zu Veranstaltungen, die in der Zukunft auch stattfinden werden, Verzweigungen in die Politik und in die Lyrik. Und so freuen wir uns jetzt auf einen schönen Abend, eine schöne Stunde miteinander. Ja. Und du steigst ein mit einem Buch, was, glaube ich, auf jeden Fall am Anfang dieses Abends vorgestellt werden sollte, wenn es heißt Frauenliteratur. Genau, es heißt Frauenliteratur mit Frauen durchgestrichen, nämlich einfach nur Literatur. Und es geht um genau das. Es geht darum, dass wir viel zu wenig mitbekommen davon, wie Frauen vor allem in der Literaturgeschichte aktiv waren. Natürlich hatten auch weibliche Schriftstellerinnen ganz andere Voraussetzungen, um schreiben zu können. Und was sich Gott sei Dank mittlerweile verändert.
Und dieses Buch von Nicole Seifert ist auf jeden Fall auf dem Weg dazu, ein Standardwerk zu werden. Denn sie beschreibt ihre persönliche Lesehistorie, wie sie gemerkt hat, dass da irgendwas im Verhältnis nicht stimmen kann und wie sie daran gegangen ist, mehr Frauen zu lesen. Frauenliteratur hat außerdem so ein bisschen einen Beigeschmack. Wenn wir in der Buchhandlung von Frauenbüchern reden, dann meinen wir manchmal eher abwertend, seichtere Bücher, Unterhaltungsliteratur, die nicht ganz so hochliterarisch ist. Etwas, was wir uns auch immer noch abgewöhnen müssen, so zu benennen. Und das sagt schon sehr viel aus darüber, was wir von weiblichen Schreibenden halten. Und dieses Buch ist persönlich, aber eben auch nicht, weil es stellvertretend steht für ein System, in dem wir alle leben, in dem wir alle kultiviert und ausgebildet wurden. Und so wurde uns beigebracht, dass Literatur von Frauen sehr emotional ist, dass Literatur von Frauen eben nicht über die ganz großen Dinge und grundlegenden, vielleicht auch politischen und gesellschaftlichen Dinge geht, sondern es geht immer um Gefühle. Es geht meistens um Liebe, um Trennung und Schmerz, um Sehnsüchte. Und wir haben das so verinnerlicht, dass wir auch in der Art und Weise, wie wir über Literatur sprechen und wie wir Literaturkritik betreiben, das immer noch in die jetzige Zeit weiterführen. Wir setzen ganz andere Parameter an, wenn wir über einen Roman sprechen, von einem männlichen Autor oder einer weiblichen Autorin. Und Nicole Seifert ist Literaturübersetzerin und hat einen fantastischen Blog über Literatur von Frauen. Nacht- und Tag-Blog heißt er. Und sie wird noch sehr viel mehr über dieses Thema und sehr viel ausführlicher selbst persönlich darüber berichten, denn sie ist auch ein Teil dieser Reihe Literatur ist weiblich und kommt am 18. Mai hier in die Stadtbibliothek, also unbedingt vormerken und dabei sein. Sie ist wirklich sehr, sehr klug, unglaublich sympathisch und Sie werden sehr viel mitnehmen von diesem Abend. Ja, wir durften Sie digital schon mal kennen, dann als Lilly zusammen mit ihr ein Instagram Live gemacht hat, wo es ums Übersetzen und ihre Arbeit abseits der, des Autorinnen- und des Bloggerinnen-Daseins ging. Genau, können Sie noch nachsehen auf Instagram. Ja, dann steige ich gleich mal mit meinem ersten Titel ein. Und zwar von einer Autorin, die hauptsächlich journalistisch arbeitet oder kolumnistisch, nämlich Melly Kiak. Ich hatte ein anderes Buch von ihr schon mal in einem vorherigen Empfehlungsabend empfohlen, nämlich Frau sein. Und auch da schreibt sie sehr viel über ihr eigenes Leben, über ihr Frausein, aber auch über ihr Arbeiten als Frau, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, besonders weil es eben auch hier und da wehgetan hat. Also weil sie Dinge gesagt hat oder Einstellungen geäußert hat, die mir selbst in meinem Weltbild widersprechen und man sich so immer wieder an die eigene Nase auch fassen kann. Mit den Normen, die man vielleicht verinnerlicht hat oder mit den, auch den sowohl Gedanken über Weiblichkeit, über Kultur, aber auch über politische Angelegenheiten. Und in diesem Buch hier sind jetzt ihre Kolumnen versammelt, in denen sie über Theaterstücke schreibt, die vor allem am Gorki-Theater aufgeführt wurden. Und hier sind ihre Kolumnen in dem Zeitraum 2013 bis 2020 versammelt und hier nochmal überarbeitet. Und sie schreibt sehr leichtfüßig und amüsant und immer auch sehr spitz, was mir eben sehr gut gefällt. Und ich glaube, jede von uns dürfte sich im Alltag ein bisschen mehr von ihrer Schlagfertigkeit mitnehmen. Ich lese eine kleine Stelle vor, die gleich am Anfang geschrieben steht. Sie wird von einem Neuköllner Sozialarbeiter gefragt, ob man als Kommunistin gut leben könne und was das als berühmte Zeitungskommunistin, was man denn da so verdiene. Und sie schreibt dann, dass sie das nie zurechtgerückt hat, denn je genauer sie nachdenkt, desto weniger erschließt sich mir der Unterschied zwischen einer Kolumnistin und einer Kommunistin. Ja, erschienen im Hansa Verlag, wie auch schon Frau sein zuvor. Und ja, werden Sie uns mit Flixbus deportieren, ist der Titel. Ich mache weiter mit einem Buch, das für mich eine Entdeckung war.
nämlich Mary MacLanes Ich erwarte die Ankunft des Teufels. Und zwar ist sie deswegen auch eine Entdeckung, weil sie nicht in einem solchen Kanon vorkommt, obwohl sie es definitiv verdient hätte. Mary MacLane hat dieses Buch als 19-Jährige geschrieben, 1902. Sie war völlig unbekannt. Sie war ein durchschnittliches Mädchen aus Montana und hat Tagebuch geführt. Und sie ist sich mit ihrem ganzen Leben, war sie sehr unzufrieden, was sich vielleicht auch jede 19-Jährige das ein oder andere Mal denkt. Sie ist sehr in der Provinz aufgewachsen, damit können wir beide uns sehr identifizieren, und hat damit einige Probleme mit ihren häuslichen Pflichten, mit dem vorgefertigten Lebensweg, der ihr auferlegt ist. Und sie meckert vor allem viel über die einfältigen Menschen in Montana. Und ich möchte Ihnen nur das Zitat auf dem Buchdeckel vorlesen. Das sagt schon sehr viel aus über Mary MacLanes Stil. Ich, 19 Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt, so vollständig und ehrlich wie ich kann, eine Darstellung von mir selbst verfassen. Mary MacLane, die in der Welt nicht ihresgleichen kennt. Davon bin ich überzeugt, denn ich bin ungewöhnlich. Ich bin ausgesprochen originell, von Geburt an und in meiner Entwicklung. Ich kann fühlen. Ich habe eine wunderbare Fähigkeit zu Elend und zu Glück. Ich bin gedanklich offen. Ich bin ein Genie. Ja, ein Selbstbewusstsein, das sich durch das Werk zieht und durchaus manchmal herausfordernd sein kann, weil es schon so ein bisschen kippt in Egomanie. Ein bisschen. Unser Kollege Johnny hat einst gesagt, dass Nietzsche da, im Vergleich zu ihr ein kleines Würstchen ist, was das Selbstbewusstsein anbelangt. Genau, und diese Ausgabe aus dem Reklam Verlag ist vor 2 Jahren erschienen. Und ich habe mir fest vorgenommen, jedes Mal zu erwähnen, wer die Übersetzung geleistet hat, denn das vergessen wir zu oft. Und zwar ist es Ann Cotton. Großartige Autorin auch. Ja. und zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Es ist ein Spaß. Mary MacLane. Ja, und jetzt von einem sehr introspektiven Buch zu einem Buch, das voll Handlung nur so ja, platzt. Beziehungsweise 2 Büchern, weil ich eine Autorin nicht unerwähnt lassen möchte an dem heutigen Abend, nämlich Nino Haratischvili, die jetzt im Februar ihren mittlerweile 4. oder 5. Roman rausgebracht hat, Das mangelnde Licht, ist nach Das 8. Leben und Die Katze und der General jetzt der 3. Schinken, muss man wohl oder übel so sagen, den sie veröffentlicht hat. Und den sie auch ins Theater gebracht hat tatsächlich. Gerade im Moment kann man Das mangelnde Licht in Hamburg sehen. Es ist ein 4-stündiges Stück, was ja noch ganz kurz ist im Vergleich zu seinem Geschwisterchen, Das 8. Leben, das damals sogar 5,5 Stunden gedauert hat. Nino Haratischvili ist eine ganz beeindruckende Autorin, die mit 12 Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland gekommen ist, aus Georgien, und dann nach 2 Jahren Aufenthalt wieder freiwillig zurückgegangen ist nach Tbilisi, weil sie ihre Heimatstadt vermisst hat. Dort hat sie dann weiter die Schule besucht und ist dann, als sie erwachsen war, dann nach Deutschland gekommen und hat dort in Hamburg an einer Hochschule für Theater eben das Schreiben studiert und auch die Regie oder das Drehbuch, die Drehbuchautorinnenschaft. Und genau, worum geht es im mangelnden Licht? Beziehungsweise ich werde erstmal über Das 8. Leben nochmal sprechen. Viele von euch kennen es eventuell schon. Es geht um eigentlich das ganze 20. Jahrhundert in Georgien. Es behandelt eine Familie über 8 Leben, wie der Titel schon sagt. Und es wird zum Teil retrospektiv erzählt. Es wird eigentlich aus der heutigen Zeit von einer Tante erzählt, die ihrer Nichte alles über ihre Familie oder ihre Blutlinie erzählen möchte. Und somit kommt man natürlich nicht drum herum, auch alles über die russisch-georgische Geschichte zu erzählen, was eben in dieser Zeit
ja, geflackert, wenn nicht sogar gelodert hat. Vom Fall der Zaren bis hin zu Lenin, Stalin, UdSSR, Fall der UdSSR und somit eben auch ganz viel Schrecken, was durch dieses Land gezogen ist. In dem neuen Buch, Das mangelnde Licht, arbeitet sie ähnlich. Sie hat auch ein Szenario in der Vergangenheit. Das spielt 1980, zu einer Zeit, in der eben Georgien gerade unabhängig geworden ist und somit total unruhig und im Straucheln liegt. Es spielt in Tbilisi und es handelt von vier Freundinnen, die eben jetzt, 2019, zurückblicken, sich zufällig wieder treffen, weil ein Schicksalsschlag sie getrennt hat und gemeinsam auf ihre Zeit zurückblicken. Somit aber auch ganz klar verknüpft auf die Zeit Georgiens in dieser unruhigen Phase. Und was Nino Haratischvili hier wieder gelingt, ist eben diese Verknüpfung zwischen einer persönlichen Geschichte oder der Geschichte einer Familie voller Emotionen und voller Leid und aber auch Liebe und guten Momenten, Freundschaft mit Politik oder politischen Szenarien, politischen Schrecken, was wir ja heute auch wieder erleben müssen. Und dementsprechend kann man sich in diese Szenen immer noch viel besser einfühlen. Die Geschichte wird plötzlich von einem reinen Erzählen zu was Erlebtem. Und das finde ich bei ihren Büchern immer ganz großartig. Sprachlich dazu noch wunderbar. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Und auch ein dickes Fell. Ich habe mir das Hörbuch vorgenommen, 48 Stunden. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das Achte Leben auch als Hörbuch gehört. Zur Weihnachtszeit, in dem man eh als Buchhändlerin nichts anderes tut, als in die Arbeit gehen und am Abend noch was kochen. Und dann kann man immer sehr gut das Hörbuch einflechten. Aber ja, ein intensives Buch, ein intensives Leseerlebnis, beide Bücher. An dieser Stelle möchte ich noch hinweisen, dass wir das Glück haben, Nino Haratischvili veranstalten zu dürfen, nämlich in Kooperation mit der Stadtbibliothek und dem Bildungszentrum. Und Katrin Röber postet jetzt in den Chat den Link für die Tickets. Da können Sie gern schon mal einen Platz reservieren. Und am 9. Mai wird das Ganze stattfinden, hier in der Stadtbibliothek, im Katharinensaal. Es war noch nicht... In der Stadtbibliothek, ja genau, das gab noch ein bisschen Verwirrung. Genau, und wir freuen uns sehr und genau, das Ganze wird unterstützt von den Grünen, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ja. Ja. Meine Liste geht weiter mit einem Roman, der ebenfalls ein Klassiker geworden ist. Und auch noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit im europäischen und im deutschen Raum verdient hat. Es geht um Alex Cates Schulmans Erfahrungen eines schönen Mädchens. Und die Autorin ist in Amerika ein Begriff, weil sie von Anfang an in einer feministischen Bewegung war und eine ganz große Stimme der feministischen Bewegung war und auch immer noch ist. Sie ist, ich muss kurz spicken, 1932 geboren und immer noch sehr, sehr präsent und sehr aktiv. Dieses Buch ist entstanden, als sie 1968 an der legendären Demonstration gegen die Miss America Wahl teilgenommen hat. Da ist ihr die Idee gekommen, einen Roman über Schönheitsideale zu schreiben. Und 1972 ist es dann erschienen und auch jetzt erst letztes Jahr zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden von Sabine Cray. In diesem Roman, wie gesagt, geht es um Schönheitsideale, aber um noch sehr viel mehr. Die Protagonistin ist eine 24-jährige junge Frau namens Sascha. Mit 24 fühlt sie sich allerdings überhaupt nicht mehr jung, sondern sie sagt auch die ganze Zeit, sie sei ja schon 24 und schon so alt, weil sie das Gefühl hat, dadurch, dass sie sehr früh geheiratet hat, ist ihr Leben irgendwie schon am Ende.
Sie ist durchtrieben von einer ganz großen Abenteuerlust, von einer Reiselust, ist vielleicht etwas, was wir jetzt ein wildes Herz nennen würden. Und dadurch kommt sie mit ihrem Lebensstil immer mehr in Konflikt. Und sie weigert sich anzunehmen, dass das Lebensmodell, in das sie geraten ist durch die Hochzeit, das endgültige sein wird. Ihr Mann ist so tolerant, sie reisen zu lassen. Allerdings geht es eben immer wieder zurück. Und sie möchte, so beginnt dieser Roman, deswegen kann ich es gleich verraten, sie möchte sich scheiden lassen von ihrem Mann. Der sieht das alles an, aber ganz anders und erlaubt quasi diese Scheidung nicht. Und es ist ein Buch, in dem es um eine Abtreibungserfahrung geht, um Mutterschaft geht, um das Frausein, um Liebe, um Affären außerhalb der Ehe. Das ist ein Roman, mit dem sich ganz, ganz viele, vor allem junge Frauen, wohl identifizieren konnten und es auch immer noch tun. Das Schöne ist, dass jemand aus unserer Generation, der das liest, vielleicht das ein oder andere Mal das Gefühl bekommt, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. So. Und das ist ja nicht immer der Fall. Manche denken sich, es geht nichts voran und wir alles dauert Jahrhunderte, bis sich irgendwelche gesellschaftlichen Normen ändern. Und hier hat man das Gefühl, es sind zwar immer noch die gleichen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, aber man sieht einen Prozess. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung. Im Englischen übrigens mit dem sehr schnittigen Titel Memoirs of an Ex-Prom Queen. Finde ich fast ein bisschen passender und reißerischer als Erfahrungen eines schönen Mädchens. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das auch die Aufmerksamkeit eines Kanons auf jeden Fall verdient hätte. Hast du es auf Deutsch oder Englisch gelesen? Ich habe es auf Deutsch gelesen, ja, in der Übersetzung. Genau. Sehr gut. Wir springen wieder in die Gegenwart. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass bei mir das Hauptthema eigentlich fast schon Veranstaltungen sind. Ich bin auch in der Buchhandlung Jakob für die Veranstaltungen größtenteils verantwortlich und das merkt man auch in den Büchern, die ich heute mitgebracht habe oder die ich auch lese. Eva Munz war ein Lesungshighlight meines letzten Jahres. Ich habe nach der Lesung im Juli 2021 wirklich nur noch von dieser Frau und von diesem Buch geredet. Es hat mir das ganze Buch sogar noch köstlicher erscheinen lassen. Es ist wiederum ein politisches Buch, aber es ist ein sehr gewagtes Buch, über das man auch diskutieren kann. Und deswegen hat es mich noch mehr gefreut, so ein bereicherndes Gespräch mit dieser spannenden Frau zu führen. Sie kommt eigentlich aus dem Film, also sie hat Drehbuch für Film studiert, hat schon in Asien gelebt, hat schon, jetzt gerade aktuell lebt sie in New York und kam dann eben extra aus New York nach Nürnberg, um bei uns am Maffelplatz in dem Container zu lesen, den wir zusammen mit dem ZBAU und dem Quarteo 1 dort aufgestellt haben. Und in ihrem Debütroman, Oder sind es Sterne, geht es um drei Männer, die auf der ganzen Erde verteilt sind. Also es geht um einen 13-jährigen Jungen, der in einem Waisenhaus in Kabul lebt und seine Familie kaum kennt. Er kennt nur einen dubiosen Onkel, der allerdings in Paris lebt. Und er ist der zweite Charakter in diesem Buch. Er ist mit Mitte 20 nach Paris gezogen, um dort Film zu studieren und ist geplagt von Gewissensbissen, aber auch von Traumata, die er nicht verarbeitet hat und er geht regelmäßig zu seiner Psychotherapeutin, der er von all dem erzählt. Aber er erzählt auch nicht alles, denn er weiß, er hat eigentlich noch eine Schwester, die tot geglaubt ist und die Mutter des Jungen in Kabul ist. Und er denkt, er muss das jetzt mal aufdecken und möchte mit ihm nach Amerika reisen, wo eben der dritte Charakter dieses Buchs sich aufhält, Ryder. Er ist ein US-Soldat und wird ähnlich wie bei Männer, die auf Ziegen starren, falls Sie den Film kennen von den Coen-Brüdern, zu einer Special Force ausgebildet im Kampf gegen die Taliban. Denn der Roman spielt 2001 und spielt somit zu einer der prekärsten Zeiten im Aufstieg der Taliban. Und
exakt in der Mitte des Romans, auf Seite 150 von 300, passiert auch der 11. September. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Und die drei Schicksale weben sich um diesen Vorfall. Und ja, nichts ist natürlich wie zuvor. Das ist ein Roman, der nicht nur durch sprachliche Besonderheit besticht, weil er eben in drei verschiedenen Erzählperspektiven erzählt ist. Der Junge aus Kabul wird aus der Ich-Perspektive erzählt, der Mann in Paris aus der Du-Perspektive und der Soldat aus der dritten Person, Singular oder Plural, je nachdem, ob von der Gruppe oder von ihm die Rede ist. Und die drei treffen sich an einem Punkt. Und es ist ein Roman, der einen nachdenken lässt über Pop und Politik. Inwiefern lässt sich das Ganze noch trennen in Zeiten, in denen Bruce Springsteen mit Barack Obama Bildbände herausbringt? Denn in diesem Buch spielt außerdem ein Song eine Rolle, den Sie vielleicht alle kennen, Survivor von Destiny's Child, der allen diesen drei Männern eben im Kopf bleibt, aus einem anderen Grund. Und als ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich, oh wow, entweder das wird absolut trashig und dubios und ich muss es nach 20 Seiten wieder weglegen, oder es wird ganz großartig und es ist Zweiteres geworden. Ich kann es nur empfehlen, im Kunstmann Verlag erschienen Eva Munz oder sind das Sterne? Wir werden natürlich als Buchhändlerinnen oft gefragt, was uns denn so wahnsinnig begeistert am Lesen, warum wir diesen Beruf ausführen und so weiter. Und manchmal ist Lesen eine unterhaltende Erfahrung, manchmal ist Lesen aber auch eine Erfahrung, die nachhaltig verändert, die unsere Empathie schult, die uns neue Horizonte eröffnet. Und so ein Buch ist Ein wenig Leben. Es ist keine Neuerscheinung, zugegebenermaßen, sie ist von 2015, aber ich konnte einfach dieses Buch heute nicht weglassen. Es ist ein Buch, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. So, ich muss bei diesem Buch einfach pathetisch werden, es tut mir leid. Es geht um so vieles, aber Hanya Yanagihara ist, um das vorneweg zu sagen, eine amerikanisch, koreanisch, hawaiianische Autorin. Sie vereint sehr, sehr viele Kulturen und vor allem sehr viel Intellekt in sich und ist 1974 geboren und hat mit diesem Buch auch sehr, sehr viele Preise gewonnen. Das ist ein Buch, bei dem bin ich mir sicher, dass es bald in der Schule oder zumindest in Universitäten gelesen wird. Und ich muss allerdings auch sehr, sehr viele Triggerwarnungen diesem Buch voranstellen. Es funktioniert nämlich durch ganz, ganz viele schlimme Dinge, die den Charakteren passieren. In Ein wenig Leben kommen vier Männer vor, die begleitet werden vom College-Alter bis ins Erwachsenenleben, die befreundet sind. Und in der Mitte steht ein Mann namens Jude, der, so erfährt man von Anfang an gleich, ein bisschen eine dunkle Vergangenheit hat. Er scheint ein paar traumatische Erlebnisse gehabt zu haben in seinem Leben, die ihn jetzt auch in seinem jetzigen Dasein ein bisschen inkompatibel mit der Gesellschaft machen, ein bisschen anders im Umgang und in seiner Sozialisierung. Und man erfährt nach und nach, wie in einem Puzzle, was diesem Mann alles widerfahren ist. Und das ist so eindringlich gemacht. Yanagihara kann es unglaublich gut, Momente abzupassen, wo sie uns ganz, ganz lange in eine ganz schlimme Erfahrung bringt. Und in dem Moment, wo man sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt klappe ich das Buch zu, macht sie einen Cut und es geht anders weiter. Und sie schickt einen wirklich durch eine Achterbahn der Gefühle. Und ich möchte natürlich, was die Handlung begeht, nicht so viel verraten, aber seien Sie gewarnt, es ist gewaltvoll und nicht einfach zu verdauen. Also ich empfehle immer, wenn das auch jemand in der Buchhandlung in die Hand nimmt,
sich selbst zu reflektieren, ist man gerade in einer mentalen Verfassung, wo man stabil genug sich selbst einschätzt, um das zu lesen, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Aber es hat mich, bin ich überzeugt, zu einem empathischeren, verständnisvolleren Menschen gemacht. Und welches Buch kann das schon? Das war jetzt wirklich zu Pathos. Aber tatsächlich erinnere ich mich noch daran, du hast es auch als Hörbuch gehört. Ja. Und wir haben dabei Inventur gemacht. Also das war, glaube ich, der Anfang des Lockdowns. Ja. Schon sehr gewagt, in dieser Zeit ja. so ein Buch zu machen. Aber du saßt da, du musstest dich zum Teil setzen, ja. wenn du gehört, also wenn ja. du gehört hast. Ja. Weil es so schlimm war. Ja. Aber auch großartig. Trotzdem ist es ein extrem, also ein sehr ein außerordentliches Leseerlebnis. Mhm. Denn so viele Kunden und Kundinnen kommen zurück und suchen nach etwas Vergleichbarem. Mhm. Ja, weil es eben so, es ist wirklich ein kraftvolles Buch. Und das, finde ich, ist, was gute Literatur ausmacht. Also wir haben oftmals den Anspruch, dass wir in eine Buchhandlung gehen und sagen, ah, ich will was Schönes für den Urlaub lesen. Und wir sind darüber manchmal ein bisschen traurig, weil wir das Gefühl haben, nein, Literatur oder Bücher sollen unbequem sein und sollen irgendwas verändern und mit einem machen und soll was anstoßen und nicht nur Netflix 2 sein und irgendwie nebenher rauschen und alles soll schön und ja, nichts Schlimmes vorkommen. Und das ist manchmal ja, eine Herausforderung. Es kann einfach den emotionalen Horizont erweitern. Ja. Wenn man sich so in Momenten, in denen es einem vielleicht gut geht, mit Dingen befasst, die es auf dieser Welt gibt, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen die Resilienz ja. schulen, vielleicht, ja. würde ich sagen. So fühlt Absolut. Sich für mich an. Ja. Nun ja, aber wenn wir schon bei den Triggerwarnungen sind, dann mache ich mit dem nächsten Buch weiter. Ein Buch, das mir in den letzten Wochen wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Wenn man bereits in seinem Leben Erfahrungen gemacht hat mit sexueller Gewalt oder dergleichen, dann sollte man wirklich den Moment sehr gut wählen, indem man dieses Buch aufschlägt. Aber gleichzeitig dachte ich beim Lesen andauernd, wow, dieses Buch ist so arg, es ist so arg, aber es ist auch so faszinierend. Sivan Ben Yishai, die eben eigentlich Drehbuchautorin ist auch, also sie schreibt fürs Theater, hat hier wirklich einen Text geschaffen, der so unter die Haut geht. Er ist im Suhrkamp Theater Verlag erschienen, der jetzt in den letzten Jahren eigentlich einen total neuen Anstrich bekommen hat. Diese Reihe ist glaube ich, sogar ganz neu. Sie ist ganz neu, ja. Es gibt erst ein paar Bände. Und das ist total schön gemacht. Man sieht es jetzt vielleicht hier nicht so gut, aber es hat an den Seiten auch einen farbigen Schnitt. Und ja, das macht dieses Buch natürlich nochmal zu so einem extra Kunstwerk. In der Mitte finden sich aber auch so Zeichnungen, die von einer befreundeten Illustratorin, der Autorin, gezeichnet wurden. Und sie arbeitet auch mit Ausschnitten aus Virginia Woolfs Texten. Und so ist es eine ganz spannende Collage. Von der Handlung her passiert eigentlich nicht wirklich etwas Stringentes. Es sind mehr Fragmente, Erinnerungen. Immer wieder kommt eine Gruppe Kinder oder jugendlicher Mädchen vor, die sich so den perfekten Traumpartner ausmalen, den Mann ihrer Träume, der natürlich für alle der gleiche sein sollte. Und das ist auch total spannend, wie eben sie mit den Normen spielt und mit den Platzen der Blase, wie es so oft in der Pubertät als junge Frau dann auch tatsächlich ganz oft passiert. Also übergriffige Erfahrungen vom Freund des Onkels oder dergleichen. Und das Ganze kann man auch anhören. Die Autorin hat das eingelesen. Hier bei dem QR-Code kann man es eben dann einscannen und als Stück hören. Aber es ist auch gerade in den Kammerspielen in München auf der Bühne mit einem unglaublich quietschig bunten Ausstattungsmodell, das ich ganz, ganz gespannt bin. Ich werde es jetzt im Mai anschauen und ja, freue mich schon sehr drauf. Ja, es ist übersetzt worden. Das ist mein einziges übersetztes Buch tatsächlich, auch wenn die Autorin in Berlin lebt. Sie schreibt auf Englisch
Und es wurde übersetzt von Maren Kamis, einer Autorin, die ja, für mich auch sowieso immer einen Stein im Brett haben wird, weil mit Halb Taube, Halb Pfau oder Luna Luna hat sie sich für mich schon in den lyrischen Himmel gearbeitet. Ja, so viel dazu. Ja. Ja, Like Lovers Do. Ich genau. Den Titel noch nicht ich habe den Titel noch nicht gesagt. Stimmt, Like Lovers Do von Sivan Benyishai, die übrigens auch die Autorin des Stücks Die Tonight, Live Forever ist, was dieses Jahr im Staatstheater Nürnberg aufgeführt wird oder wurde. Wurde, ja. Es kommt noch im Juni nochmal. Ganz und großartig. Der Untertitel Memoiren der Medusa, da könnte ich vielleicht noch drauf eingehen, ist eine Anspielung auf Medusas Geschichte, die vom Gott der Meere vergewaltigt wird und sich daraufhin erst in eine geflügelte Gestalt mit Schlangenhaaren verwandelt, deren Anblick jeden zu Stein erstarren lässt. Ja, das lässt vielleicht schon vermuten, wie das Buch, was für eine Stimmung das Buch ausstrahlt. Wenn wir schon bei unbequemen Büchern sind, das ist auch eins und es ist ebenso großartig, Der Termin von Katharina Volkmar. Katharina Volkmar ist in Deutschland geboren, sie ist Anfang, Mitte 30 und ist genauso wie die Protagonistin dieses Buches, als sie Anfang 20 war, nach England ausgewandert. Dieses Buch ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Form. Ich habe sowas noch nie gelesen, denn es ist eigentlich ein einziger Wutausbruch. Es ist ein einziger Monolog auf knapp 100 Seiten. Der Protagonistin, die auf einem Behandlungsstuhl sitzt bei einem Arzt. Sie hat also einen Arzttermin. Man weiß noch nicht so genau, was es für ein Arzt ist, kommt erst so in der Mitte des Buches, dann irgendwann dahinter. Und grundsätzlich ist dieses Buch eine Auseinandersetzung mit Identität und beschäftigt sich mit der Frage, wie viel der eigenen angeborenen Identität kann ich eigentlich ablegen oder kann ich mir auch neu aussuchen. Im Speziellen bei ihr geht es um das Deutschsein als Identität und das Frausein als Identität. Und dieses Buch ist so unglaublich mutig. Die Autorin, obwohl sie Muttersprachlerin ist, hat sie es in einer Fremdsprache für sie geschrieben, auf Englisch, weil sie, wie sie sagt, diesen Abstand gebraucht hat und sich vielleicht auch mit deutschem Vokabular vieles gar nicht getraut hätte auszusprechen. Und das macht dieses Buch so wahnsinnig spannend. Übersetzt hat es die großartige Milena Adam. Ich habe schon gesagt, es ist ein Wutausbruch und genauso liest es sich auch sprachlich. Sie müssen sich wappnen, es ist unglaublich vulgär und provokant. Sie schreibt über Gewaltfantasien, sexuelle Fantasien, setzt sich sehr viel mit der Beziehung von Deutschen und immer noch der schwierigen Beziehung zum Judentum auseinander und ist so radikal ehrlich, dass wir da alle noch so viel zu tun haben mit diesem Thema, wie ich das bis jetzt noch nicht gelesen habe. Und es fordert heraus in jeder Zeile. Es ist auch eine grandiose Stelle über Nürnberg drin, die habe ich gerade versucht zu finden, aber eigentlich möchte ich sie dann doch gar nicht spoilern. Denn auch da kann man sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen wiederfinden, in vielleicht einem negativen und positiven Sinne. Es klingt jetzt so, als sei dieses Buch nur harte Arbeit, ist es überhaupt nicht. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein trockener Humor, aber es ist ein großartiger Humor. Und schade, dass dieses Buch in Deutschland so lange keinen Verlag gefunden hat. Aber umso besser, dass der neu gegründete Kanon Verlag aus Berlin es jetzt herausgebracht hat in einer wunderschönen Ausgabe. Die französische Auflage hat sich übrigens als einziges getraut, den Arbeitstitel zu verwenden, nämlich The Jewish Dick.
haben sich die Deutschen dann doch nicht getraut. Weiter geht's. Ja, ich stelle jetzt als nächstes den neuen Roman von Fatma Aydemir vor, die nach ihrem Debüt Ellbogen und der Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum sich jetzt an einen neuen Roman gewagt hat. Jins ist im Februar erschienen im Hansa Verlag und ja, ich würde sagen, es ging vor allem in Social Media total durch die Decke. Das ist einer der Titel, der dieses Jahr eben so ganz heiß ersehnt wurde. Und ja, es passt sehr gut in das Jahr 2022, in dem wir 60 Jahre das Anwerbeabkommen eben zelebrieren, kann man das sagen, also gedenken oder zumindest aufmerksam darauf machen. Es ist die Geschichte von einer Familie, die in den 80er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kommt, in der Hoffnung, dass der Vater dort Arbeit findet, die ja, viel mehr Geld abwirft. Denn sein größter Traum ist, eines Tages eine Eigentumswohnung in Istanbul zu haben, um seine Familie ja, versorgt zu wissen. Er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Es ist mittlerweile Mitte, Ende der 90er, es ist sogar ziemlich genau 1998. Er ist in der Rente, er zieht nach Istanbul, er ist den ersten Tag in seiner neuen Wohnung und wartet darauf, dass in den nächsten Tagen seine Kinder, die alle in Deutschland leben, zu ihm kommen und ja, den endlich erstrebten Ruhestand feiern. Nur leider, das muss ich jetzt leider verraten, erleidet er dann einen Herzinfarkt im ersten Kapitel. Und seine Kinder, seine vier Kinder und seine Frau reisen daraufhin nach Istanbul, eben mit einem ganz anderen Grund, nämlich um seine Beerdigung dort vorzubereiten. Und wir steigen dann nach und nach ein in die verschiedenen Leben der verschiedenen Kinder, die eben ganz, ganz unterschiedlich abgelaufen sind. Denn es gibt zum Beispiel Sefta, die bis sie 13 war, noch in der Türkei gelebt hat, in einem ganz kleinen Dorf, in dem sie fast keine Bildung erfahren konnte. Sie konnte quasi nicht zur Schule gehen, weil sie sich auch größtenteils um die Großeltern kümmern musste. Während die Eltern schon mal nach Deutschland gezogen sind, musste sie noch weiterhin nach den Großeltern schauen. Und erst als sie dann 15, 16 Jahre alt war, durfte sie nachkommen, weil man dann mit 16 eben, würde alles komplizierter werden mit Antrag und so weiter. Deswegen kommt sie dann gerade noch so mit, hat aber nie die deutsche Sprache gelernt, kann auch sehr schlecht lesen und schreiben und ja, hat somit ganz andere Voraussetzungen als die anderen Geschwister, die in Deutschland geboren sind. Und wir erleben so nach und nach die verschiedenen Lebensrealitäten und erfahren durch jedes Kind noch mehr über diese Familie, aber auch über das, was die Familie erfahren musste. Durch Migration oder auch durch ja, die Deutschen, wie sie aufgenommen wurden in der ja, Gemeinschaft, die eigentlich keine ist. Und wie der Vater sich eigentlich nur totgearbeitet hat. Und ja, es ist total schön, wie Fatma Aydemir, wie gut sie das ausgearbeitet hat. Denn jedes Kind verkörpert so ein bisschen ich würde sagen, die Familie ist so eine Sammlung von Archetypen. Jedes Kind verkörpert so einen anderen Wesenszug. Und so bekommen wir wirklich einen sehr breit gefächerten Einblick in die Schicksale, die eben in dieser Zeit, 80er, 90er Jahre in Deutschland, ja, passiert sind. Und zum Schluss gibt es noch ein großes Feuerwerk. Das kann ich noch verraten. Und tatsächlich wird das Buch auch als Theaterstück aufgeführt, aktuell in Mannheim. Und was ganz ja, besonders ist daran, ist, dass Fatma Aydemir in dieses Drehbuch auch reingeschrieben hat, wie die Besetzung aussehen soll. Also tatsächlich, wie viele People of Color sollen dabei sein und so weiter. Also es ist ein ganz spannender Ansatz, gerade in der Zeit wie jetzt, wo man viel über sowas diskutiert. Und sie wird auch in Nürnberg lesen, tatsächlich, beziehungsweise in Nürnberg im August. Und in Erlangen wird sie beim Poetenfest lesen und im EWEG. Also sie ist eine viel begehrte Autorin im Moment. Genau, ich glaube, im EWEG ist sogar noch diesen Monat. Ende Mai. Ende Mai. Okay. Fertig? Ja.
Mein nächster Schinken ist Detransition Baby. Ist, wie man dem Titel schon entnehmen kann, ein Roman über Transidentität. Und ist ganz, ganz neu auf dem Markt, 2 Wochen oder so, aus dem Englischen von Nicole Seifert, von Frauenliteratur, und Frank Sievers. Ich dachte, ich hätte mich schon so viel mit queeren Identitäten, mit Transidentitäten beschäftigt, dass dieses Buch mir nicht mehr viel Neues beibringen kann. Aber ich habe mich geirrt. Es geht nicht nur um Transition, sondern auch um Detransition, das heißt um das Annehmen von einer Identität, die dem biologischen Geschlecht gleich ist und die man einmal abgelegt hat und jetzt wieder zurück annimmt. Es geht konkret um 2 Transfrauen, die ein glückliches lesbisches Paar waren in New York und sich eine Familie mit Kindern erträumt haben. Doch dann entscheidet sich eine der beiden Frauen, wieder als Mann zu leben. Es kommt dann zu verschiedenen schwierigen Dramen innerhalb dieser Beziehung. Sie endet irgendwann, sie finden neue PartnerInnen und am Ende passiert es, dass mittlerweile er seine neue Freundin schwängert, obwohl er dachte, das ginge gar nicht mehr aufgrund seiner Hormongeschichte. Und die 3 beschließen, eine gemeinsame Familie zu werden mit den unterschiedlichsten Rollen und Identitäten, so wie ein Dorf ein Kind erzieht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es sich ganz ausführlich und ganz, so ganz unmittelbar mit Rollen wie Mutter, Vater sein auseinandersetzt. Natürlich auch mit den Fragen, was macht eine gute Elternschaft aus und wie findet man sich überhaupt zurecht in diesem Dschungel von was man und wie man denn sein könnte. Und es ist wirklich erhellend gewesen, die Lektüre. Würde ich jedem ans Herz legen, der glaubt, er wisse, wer man ist und wie die Welt funktioniert. Ich habe sehr viel gelernt. Die Autorin habe ich noch nicht genannt, Tori Peters, ebenfalls eine Transfrau. So, wir haben noch einiges vor. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, deswegen stelle ich jetzt als nächstes ein sehr fluffiges und kurzes Buch vor, was vielleicht nach den ganzen Triggerwarnungen und der ganzen Schwere ganz auflockend funktioniert. Es ist aus einem sehr kleinen und unabhängigen Verlag, nämlich Woland und Quist. Und die Autorin heißt Noemi Somalviku. Das Buch heißt Ist hier das Jenseits, fragt Schwein. Und wie der Titel schon vermuten lässt, es gibt in diesem Buch keine Menschen. Die Menschen sind nämlich Tiere, beziehungsweise es gibt Schwein als Hauptfigur, das gerade von Biber verlassen wurde und deswegen zu Tode betrübt ist. Dann gibt es Dachs, der ein Erfinder ist und jetzt gerade eine Maschine erfunden hat, mit der man zu Gott reisen kann. Das ist einfach so ein kleiner Apparat, da gibt es einen Schalter, da gibt es hin und zurück und hin ist dann eben zu Gott und zurück ist dann eben wieder auf die Erde. Auf die Erde. Und Dachs und Schwein lernen sich kennen und sie fangen dann an, gemeinsam immer zu Gott zu reisen und den zu besuchen, wie er dort in seiner staubigen Villa sitzt und eigentlich ja ein sehr langweiliger und einfacher Kerl ist, der halt immer mal wieder auf seine Erde runterschaut und dort die Tiere beobachtet, die dort leben. Es mutet fast schon an, ein Kinderbuch zu sein. Aber die Dinge, die den Tieren passieren, sind sowas von unserer Erwachsenenwelt, dass es eigentlich eine ganz erfrischende Kombination ist. Also sowas habe ich noch nie gelesen. Mm-mm. Es sind wunderbar kreative und, ja, ich würde sagen, grenzenlose Gedanken da drin, die die Autorin hier aufgeschrieben hat. Man hat fast das Gefühl, es ist... sie hat die Fähigkeit nicht verlernt, so kindlich zu denken, kindlich kreativ zu sein. Und ja, wie es dann weitergeht, ist, dass Gott, inspiriert von den 2 Tieren, die ihn besuchen, denkt, er möchte jetzt auch mal verreisen.
Und ja, was dann passiert, könnt ihr hier nachlesen. Ich habe jetzt hier zwei Bücher im Paket mitgebracht, weil diese uneingeschränkte Kreativität ein Element ist, was die beiden vereint. Und ich habe sie tatsächlich hintereinander gelesen und plötzlich dachte ich so, das waren jetzt irgendwie zwei Bücher, die man in eine ähnliche Schublade stecken kann, auch wenn sie ganz, ganz unterschiedlich sind. Ich spreche als nächstes von Der Aufdrängung von Ariane Koch, erschienen im Suhrkamp Verlag. Das finde ich eh total schön. Die machen immer so einen Schutzumschlag und dahinter verbirgt sich dann immer das klassische Suhrkamp-Cover. Ariane Koch hat eigentlich Kunst studiert und hat mit Der Aufdrängung jetzt ihren ersten Roman geschrieben. Und man merkt einfach, dass dahinter auch ein kreativer Kopf steckt, der aber auch der Düsterheit nicht abgeneigt ist. Es ist sehr kryptisch und krude, aber ein sprachliches Meisterwerk. Ariane Koch erzählt die Geschichte von einer jungen Frau, die in einer Kleinstadt lebt und dort eigentlich schon immer wegziehen möchte, es aber nie schafft. Und sie sagt dann irgendwann, sie rächt sich an dieser Kleinstadt, indem sie immer sagt, dass sie weggehen möchte, aber es dann doch nie tut. Und in dieser Kleinstadt hat sie auch eine Kneipe, in der sie immer abends hingeht, um zu trinken. Und da trifft sie einen Mann, den sie dann eines Tages aus einer spontanen Laune heraus nach Hause nimmt. Und der zieht bei ihr ein. Sie nennt ihn aber fortan nur den Gast. Der Gast macht das, der Gast isst das. Sie mag den Gast, sie hasst den Gast, man weiß es nicht so richtig. Sie schikaniert den Gast auch in vielen Sequenzen. Eine meiner Lieblingsszenen war, als sie alles Essen im Haus einvakuumiert, damit der Gast nichts mehr zu essen hat. Und so zeichnet sich hier ein ganz kryptisches Bild, was man einfach nur interpretieren möchte, aber schlussendlich nicht kann. Und trotzdem ist es so eine große Freude, das zu lesen. Eine uneingeschränkte Kreativität, was hier in diesem Buch steckt. Ah, und sie kommt übrigens auch nach Nürnberg. Am 6.7. liest sie im Willibald, ein neues Kulturzentrum, das jetzt gerade in der Pirkheimer Straße in der Nordstadt entsteht. Ich muss für ein letztes Mal noch ein bisschen zurück in die Schwere gehen. Aber auch hier lohnt es sich vollkommen. Carmen Maria Machado ist eine Autorin, die es mit zwei Büchern geschafft hat, zu einer meiner Lieblingsautorinnen zu werden. Und die, von der man, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel hören wird. Das Archiv der Träume, meiner Meinung nach etwas unglücklich übersetzt, der Originaltitel hieß In the Dream House. Und es erzählt nämlich auch von einem Haus, die Geschichte ist semi-autobiografisch. Sie erzählt von ihrer ersten Beziehung zu einer Frau. Die beiden sind vom Typ her sehr verschieden und werden deswegen oftmals von außen in bestimmte Kategorien gesteckt. Sie selbst ist die burschikos männlich auftretende von den beiden, quasi auch körperlich überlegen. Die Partnerin ist eine sehr gebildete, zierliche, feminine Frau, die im Laufe dieser Beziehung allerdings zur Täterin wird, was der Autorin und der Protagonistin niemand glaubt. Diese Beziehung kippt so sehr, dass sie von manipulativ eigentlich zu emotionalem Missbrauch kippt. Und wir können das beobachten an einer Alltagssituation nach der nächsten. Jede Situation ist ein Kapitel, manchmal ist es nur eine Seite oder auch nur ein paar Zeilen lang. Und die beschreibt, wie irgendeine Kleinigkeit passiert, die am Anfang harmlos erscheint, die immer drastischer wird, sowas angefangen von, sie beschuldigt sie, fremdgegangen zu sein, was in der Situation total absurd war. Sie überlegt sich irgendwelche Vorwürfe, Szenarien, dreht ihr die Worte im Mund um, es wird immer intensiver. Und dadurch kommen wir in die Situation, dass wir selber nicht genau wissen, wann es wäre denn für uns der Moment gewesen, wo wir ausgestiegen wären. Weil alle Situationen im Einzelnen vielleicht harmlos oder so wegsteckbar erscheinen, aber im Kollektiv zusammen
ihr ganz, ganz viel Leid zufügen. Und die Autorin macht das sehr geschickt. Jedes Kapitel ist auch sprachlich unterschiedlich gestaltet. Manchmal hat man das Gefühl, man befindet sich in einer Märchenwelt, manchmal in einer Dokumentation, manchmal hat es etwas von einem Horrorfilm, also ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist wahnsinnig klug gemacht, um das auch besser aushalten zu können, natürlich als Leserin. Sie bringt sogar eine Stelle, wo man wie früher in einem Kinderbuch selber entscheiden muss, wie es weitergeht. Er sagt, wenn du möchtest, dass das und das passiert, dann lies auf Seite so und so weiter. Und man macht es eine Weile und merkt, man dreht sich im Kreis. Man kommt immer wieder da an und es gibt keinen Ausweg. Und das macht einen selbst vom außenstehenden Beobachter zum Akteur in der Handlung. Und das ist wirklich eine spannende Erfahrung, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Es ist ganz, ganz großartig und ich glaube, toxisches Zusammenleben ist ja auch etwas, was immer mehr rausgeholt wird von so einem Wegstecken. Ich glaube, also ne, es ist ja viel so, ja, das so sind sie halt und Menschen sind irgendwie so und Beziehungen sind manchmal komisch und schwierig und sie schafft es auch, dem Ganzen nochmal so eine Ebene zu verleihen, indem sie das vor Gericht stellt und sagt, es gibt quasi auch keine Präzedenzfälle und sie wird selbst auch nicht ernst genommen als Frau in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Sehr viele Facetten, sehr, sehr spannend. Das Archiv der Träume, am besten auch im Original zu lesen. Die Übersetzung ist allerdings auch sehr gelungen und sie ist von Anna-Nina Kroll im Tropenverlag. Wir haben uns sehr gefreut, als wir vorhin gesehen haben, dass es auch hier in der Stadtbibliothek ausgestellt ist. Ja. Ja. Nun zu einem auch Dauerbrenner bei uns in der Buchhandlung. Es ist jetzt endlich als Taschenbuch erschienen, nämlich Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Das wird vielen wahrscheinlich schon ein Begriff sein, denn das Buch hat 2020 den Deutschen Buchpreis bekommen. Zu Recht, denn es ist ein sprachliches Meisterwerk. Wir sind jetzt hier auch schon im kleinen lyrischen Eck angelangt, denn man kann schon sagen, dass es sehr lyrisch anmutet, dieses Buch. Es erzählt die Geschichte von Annette Beaumanoir, die als Jugendliche schon im Kampf gegen die Nazis in Paris aktiv war. Sie hat Juden und Jüdinnen versteckt und auch als der Krieg dann vorbei war, war ihre revolutionäre Energie noch lange nicht vorbei. Und sie wollte sich weiterhin politisch engagieren und hat sich für die Unabhängigkeit Algeriens ausgesprochen und dafür gekämpft. Sie hat sich also der FLN angeschlossen und wir erfahren durch ihren Werdegang und auch ihre Höhen und Tiefen in diesem Kampf ganz viel über Widerstand, über Revolution. Und es sind ganz tolle philosophische Gedanken diesbezüglich auch mit drin, weil sie zum Beispiel davon spricht, dass sie als Algerien dann tatsächlich zur Unabhängigkeit es geschafft hat, dass Annette plötzlich begreift, dass sie nie für dieses Land also kämpfen konnte tatsächlich, dass sie immer mehr für eine Idee gekämpft hat, weil sie das Land ja noch gar nie gesehen hat zuvor. Also sie besucht dann Algerien zum ersten Mal, als die Unabhängigkeit erreicht ist und sie begreift plötzlich, dass es die ganze Zeit eine Idee war, dass sie all das eigentlich gar nie sich so vorstellen konnte, wie es dann wirklich ist. Und natürlich auch die erschütternde Erkenntnis, dass nach einer Revolution dann oft noch erstmal noch mehr Unruhe und noch mehr Chaos wartet. Aber all dem strotzt Annette Beaumanoirs Mut und Heldinnentum so, dass man wirklich einfach nur bewundernd da sitzt, bewundernd vor diesem Leben, das ja wirklich existiert hat. Oder immer noch existiert und aber auch vor der Sprache, die Anne Weber hier benutzt. Also großes, großes Kompliment an diese Autorin, die sowohl politisch als auch sprachlich ein Meisterwerk geschaffen hat. Ich habe jetzt zum Trost noch eine lesbische Liebesgeschichte dabei, die sehr viel positiver und schöner zu lesen ist.
Dieses Buch hat mich wirklich auch absolut gefesselt. Ich habe es in einem Stück gelesen und zwar mit klopfendem Herzen von Seite 1 bis zur letzten Seite. Und das schafft auch nicht jedes Buch, dass man wirklich so mitfühlt, dass man körperliche Reaktionen zeigt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Es erzählt eine Frau, die Lehrerin ist, die verheiratet ist mit einem Mann und ein sehr bürgerliches Normalo-Leben führt, bis zu dem Moment, als Sarah den Raum betritt und sie sich Hals über Kopf in diese Frau verliebt und erstmal überhaupt nichts mit diesen Gefühlen anfangen kann und auch nicht sie einordnen kann und nicht für sich einordnen kann, was bedeutet das jetzt wirklich für mein Leben. Und das ist allerdings auch gar nicht das, was das Buch unbedingt will, so sagen wir jetzt so diese Neuordnung, sondern es hat absolut den Fokus auf diese Leidenschaft, auf diese Emotionen, auf dieses Verliebtsein, dass man wirklich nachspüren kann, wenn man dieses Buch liest. Es ist eine französische junge Autorin namens Pauline Delabroix-Alloch oder so. Sie ist 1988 geboren und hat mit diesem Roman-Debüt wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen gesetzt. Ich möchte unbedingt mehr von ihr lesen und schaue in jedem Programm nach, ob es nicht schon mal wieder was Neues gibt. Es ist Sarah. Großartig. So, ich habe ja versprochen, noch mehr Lyrik mitzubringen. Und Martina Hefter ist für mich eines der Jahreshighlights letztes Jahr gewesen. Wir haben es ja auch in unserem Weihnachtsempfehlungsabend schon erwähnt. Und für mich ist es jetzt gerade so aktuell, weil Martina Hefter eigentlich Anfang des Monats im Z-Bau lesen wollte. Leider wurde sie krank, was ja in der heutigen Zeit öfter mal der Fall ist. Und wir holen das jetzt nach, was aber noch viel besser ist, weil jetzt können sie alle auch vorbeikommen. Es wird Anfang Mai stattfinden. Der genaue Termin ist noch nicht ganz sicher, aber Sie werden es auf unserer Website lesen können. Und In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen ist ein Buch. Fantastischer Titel. Ja, was auf jeden Fall schon vom Titel her gewonnen hat. Aber auch die Inhalte sind ganz, ganz toll. Es geht um Natur und unseren Planeten, wie wir den verschandeln durch Konsum und Egoismus, Gefühlslosigkeit. Es flüchtet sich auch ganz oft in die Natur, aber eben immer ohne auszublenden, dass wir eben diesen Planeten auch gleichzeitig so verschandeln. Wir romantisieren andauernd die Wälder und die Wiesen und gleichzeitig möchten wir unser Bett bei Amazon bestellen oder in Ikea fahren. Und das bringt sie sehr gut auf den Punkt. Aber nicht nur das, sondern auch, sie springt auch in den Textformen. Es ist wunderschön gesetzt. Auch hier gibt es so illustrative Elemente. Sie hat hier Flammen, eine Sage niedergeschrieben, die tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, auf zwei Ebenen funktioniert. Also beim Lesen ist es schon ja, eine Herausforderung und auch spielerisch. Aber man merkt einfach, dass diese Texte auch zum Performen geschrieben sind, würde ich jetzt sagen. Also es liest sich sehr performativ. Martina Hefter arbeitet nämlich tatsächlich auch sehr viel auf der Bühne. Wenn sie nicht gerade kreatives Schreiben in Wien oder Leipzig unterrichtet, dann ist sie nämlich auch noch Performance-Künstlerin und Tänzerin. Und das merkt man einfach an der Art, wie sie schreibt. Mhm. Cookbooks, großes Kompliment an dieses wunderschöne Buch. Jetzt ziehst du aber an. Okay, ich möchte gerne eine Trilogie vorstellen, die auch nicht neu ist, aber ebenso groß. Ich kann, glaube ich, nicht alle drei hochhalten. Das erste. So. Rachel Cusk ist eine in Kanada geborene Autorin, die jetzt in Paris lebt und die einen unverwechselbaren literarischen Stil hat, der absolut meinem Lesegeschmack entspricht. Es ist so, dass sie nicht viel Handlung in ihre Bücher einbaut. Also wenn sie handlungsgetrieben... Was in der Buchhandlung schon immer mal wieder zu Diskussionen führt. Genau, also es gibt unterschiedliche Lesetypen. Für manche ist es wirklich wichtig, dass einfach was passiert. Ja, dass man sich an der Handlung entlang hangeln kann. Mir ist es vollkommen egal. Ich bevorzuge sogar Bücher, in denen nichts passiert, sondern nur Introspektive stattfindet.
mich interessieren Gedanken, Beobachtungen viel, viel mehr, als was im Außen passiert. Wenn Sie da übereinstimmen, dann ist Rachel Cusk eine Autorin, die Sie unbedingt lesen müssen. Sie hat auf jeden Fall etwas Französisches in ihrem Stil, etwas sehr, so ein bisschen durch Nüchternheit Nahbares, wenn ich das mal so beschreiben kann, was man immer so mit als elegantes Schreiben, glaube ich, bezeichnet. Und es geht immer um alltägliche Menschen und um Alltagssituationen. In dem ersten Band fliegt eine Schriftstellerin nach Griechenland, um dort einen Kurs zu halten und begegnet einem Mann im Flugzeug, mit dem sie sich unterhält. Story zu Ende. ihre Gespräche und wie sie diese Umwelt und wie sie die Menschen um sie herum betrachtet und auf welche Details sie achtet und welche Rückschlüsse sie von Details zieht, das ist faszinierend. Also es ist wirklich, wirklich spannend. In dem zweiten, im Transit, geht es um, wie der Titel schon sagt, um Übergangsphasen im Leben, also hier nach einer Scheidung, wie sie sich neu ordnet. Und eine Baustelle wird da zur Metapher, die anfangs 3 Wochen dauern soll und dann mehrere Jahre sich hinzieht. Und auch da ist die Handlung so in 2 Minuten erzählt. Bei Kudos ist der 3. und 3. Band, veröffentlicht diese Schriftstellerin dann ihren Roman. Und es geht um die Zeit der Rezeption von außen ihres Werkes und wie sie ihn vorstellt vor Publikum. Sind Bücher, die Sie zwar ganz großartig gelesen hören können, aber wo ich tatsächlich empfehle, ein Buch in der Hand zu haben, was auch kein E-Book ist, weil Sie werden sich ein paar Zeilen unterstreichen wollen und rausschreiben wollen und Eselsohren machen wollen. Das stimmt. Ich hatte es als Hörbuch gehört und ich habe es dann tatsächlich die Stellen dann nochmal rausgesucht. Ja, aber es ist großartig gelesen auch. Also am besten beides machen. Ich habe noch nicht gesagt, von wem es übersetzt ist. Von der großartigen Eva Bonnet. Ja, und jetzt sind wir auch schon bei meinem letzten Buch angelangt. Und es wäre ja natürlich gelacht, wenn es nicht auch eine Veranstaltung wäre, die auf uns zukommt. Nämlich Bettina Wilpert mit Herumtreiberinnen. Sie wird am 30. August in der DESI lesen und darauf freuen wir uns schon sehr, denn wir haben auch schon ihr Debüt, Nichts, was uns passiert, sehr, sehr gern gemocht. Sie nimmt sich immer sehr politischen Themen an, sehr linkspolitischen Themen, würde ich sagen. Das sind Bücher, über die man diskutieren kann, die einen auch zum Nachdenken anregen. Und während sie bei Nichts, was uns passiert, von einer Geschichte erzählt, wo in einem linken Freundeskreis eine Übergriffigkeit oder eine sexuelle Übergriffigkeit beziehungsweise ein nicht konsensueller Geschlechtsverkehr passiert. Also zwei verbringen eine Nacht miteinander und er sagt danach, es war Konsens und sie sagt danach, sie wollte das eigentlich nicht. Und somit sind wir eben in so einem ganz aktuellen Diskurs drin. So hat sie sich jetzt aber beim neuen Roman tatsächlich einem viel größeren, breiteren, vielschichtigeren Thema gewidmet, nämlich die Geschichte von 3 Frauen, die über die Zeit, über mehrere Jahrzehnte erzählt wird. Die 3 Frauen treffen sich tatsächlich nie. Sie haben nur eins gemeinsam, sie verbringen ihre Tage am selben Ort und sie sind Herumtreiberinnen. Das Ganze spielt in der Lerchenstraße in Leipzig und Bettina Wilpert lebt auch in Leipzig. Das merkt man beim Lesen auch, weil wenn man sich so ein bisschen auskennt, wenn man vielleicht dort schon mal gelebt hat oder wenn man dort auch schon oft zu Besuch war, dann erkennt man auch die Stadt sehr gut wieder. Und die 3 Frauen haben eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten dort gelebt. In diesem Haus, in dieser Straße,
das immer auch ein Ort des Schreckens oder beziehungsweise ein Konfliktort war. Es geht um Lilo, die 1940 gelebt hat, die zusammen mit ihrem Vater eine Widerstandskämpferin war, eine kommunistische Widerstandskämpferin gegen die Nazis, die dann dort hinkommt in diese Anstalt aus politischen Gründen. Dann gibt es Manja, die 40 Jahre später in der DDR der 80er Jahre in diese Anstalt geschickt wird, weil sie, ja, wie der Titel schon sagt, eben eine Herumtreiberin ist. Also sie gehorcht keinen Regeln, sie streunt mit ihrer Freundin durch die Stadt und stellt Dinge an, die sie nicht tun sollte. Und dann wird ihr relativ schnell eine Geschlechtskrankheit angedichtet, nämlich der Tripper, und sie muss in diese Anstalt. Und dann gibt es noch Robin, eine Sozialarbeiterin, die 2010 in diesem Haus lebt, das mittlerweile eine Unterkunft für Geflüchtete ist. Und alle drei verbindet eben dieser Ort. Und das ist ganz, ganz spannend auch erzählt. Sie changiert in den Sprachformen auch etwas. Also man merkt tatsächlich, dass sie sich da ganz bewusst Sprache gewählt hat für diese verschiedenen Stimmungen. Trotzdem verknüpft sie aber die einzelnen Schicksale sehr gekonnt, zum Beispiel mit einem Wort, das zum Schluss eines Kapitels zu finden ist, was dann im nächsten wieder aufgegriffen wird. Und so verwebt sie das ganz fantastisch. 30.08. Bettina Wepert in der Desi und ja, wunderschöner Verbrecherverlag, den wir ja sowieso lieben. So, das grande Finale. Da ich den Abend mit Elisa zusammen machen durfte, gibt es eigentlich keinen besseren Abschluss als Kay Tempest, unser gemeinsamer Liebling. Ja. wir schicken uns ständig Zitate, Videos hin und her und schwärmen gemeinsam. Kay Tempest kennt man vielleicht als Rapper und Spoken Word Artist. Genau. Genau, viel auf Bühnen unterwegs, in London lebend und auch geboren. Und verbunden sein, schon mal, den Titel fand ich schon sehr, sehr spannend, dass es nicht einfach Verbindung heißt, sondern verbunden sein, was auch schon sehr viel aussagt über diesen großartigen Essay, der auch wieder einer Reflexion über die Gesellschaft und das Leben im Hier und Jetzt und auch in einer Pandemie schon aufgreift. Denn es geht darum, wie können wir verbunden bleiben, mehr in Verbindung gehen zueinander in einer Gesellschaft, die sehr ego-getrieben ist, die auf Selbstoptimierung aus ist, die Leistung an oberste Priorität stellt. Und so geht es irgendwie um das Finden eines lebenswerten und richtigen Lebens. Und Lebensstils und Lebensweise. Und eines kreativen Lebensstils, ja, auch. Genau, ihre Antwort ist Kreativität. Und das, also ich glaube, dass Kreativität im Sinne von sich ausdrücken und Dinge über Medien zugänglich machen, damit sie möglichst vielen Menschen auf die eine oder andere Weise berührt. Denn manche haben einen Zugang zu Tanz, manche haben einen Zugang zu Worten, manche zu Kunst. Aber sie spricht auf jeden Fall auch von einer Kreativität, die über die Kunst hinausgeht. Mhm. Also eine Kreativität, die auch in der Elternschaft steckt oder in Beziehungen oder die Kreativität des Blumensetzens oder so. Also sie sagt eigentlich, dass jeder oder jede für sich also Kay sagt, dass jeder oder jede für sich seine Kreativität finden muss oder sollte, weil es einem eben hilft, durchs Leben zu kommen oder auch durch die Gemeinschaft zu kommen. Ja. Oder Gemeinschaft zu schließen. Genau. Wahnsinnig kluge Person, Kay Tempest. Und dieses Buch, wenn man dem Englischen mächtig ist, empfehlenswerterweise auch auf Englisch. Die Übersetzung ist überhaupt nicht misslungen von Conny Lösch, aber das Englische hat einen Sog und hat ein gewisses Etwas, dass es eine Stimmung erzeugt, die im Deutschen für uns nicht rüberkam.
Das, wir können es schlecht erklären, aber... Kate Tempest kommt aus der Lyrik oder eben auch aus der Spoken Word oder aus dem Rap. Und das merkt man einfach auch. Also so wie wenn man Lyrik Rhythmus eben übersetzt ins Deutsche, da geht immer ein bisschen was verloren. Und so ist es sogar bei diesem Essay. Ja. Weil Kay tatsächlich so viel Stimmung in die Worte packen kann, dass man ja da drin zerfließt. Schön gesagt. Ja, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Durchhalten. Wir könnten natürlich noch 5 Stunden länger reden. Wenn Sie Lust darauf haben, kommen Sie uns doch in der Buchhandlung besuchen und dann machen wir das. Und vielen Dank für die Einladung an Kathleen Rüber und an die Stadtbibliothek für die Kooperation. Wir sind sehr gespannt auf alle Veranstaltungen, die noch folgen werden. Jetzt gibt es vielleicht noch Fragen? Im Chat wurde keine Frage gestellt, also jetzt wäre vielleicht noch der Moment. Sonst möchten wir gerne noch auf unseren Online-Shop hinweisen. Unter www.buch-jakob können Sie alle Bücher, die jetzt heute besprochen wurden, auch bestellen. Innerhalb von einem Tag müssten die dann da sein, insofern Sie vor 17 Uhr bestellen. Es gibt an allem einen Haken. Genau. Wenn wir nicht gerade Live-Abende machen, stellen wir Buchtipps auf unserem Instagram-Kanal vor. Der Buchhandlung Jakob, der nennt sich Book Up Jakob, aber finden Sie auch, wenn Sie Buchhandlung Jakob eingeben. Genau. Danke, Lilly. Danke dir. Vielen Dank. Ich wurde gerade noch gefragt, ob die Liste online geteilt wird. Ja, wird sie. Auf Instagram, auf der Webseite, auf YouTube, wo das Video auch nachträglich zu sehen sein wird. Danke. Tschüss.